Willkommen zurück zu Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Es geht weiter, Freunde, und ja, wir sind natürlich immer noch hier beim fleißigen Inventarmanagement, was einfach nötig ist. Diesmal zeige ich es halt nochmal komplett und ausführlich. In Zukunft werde ich es eventuell ein bisschen rauscutten. Aber allzu viel ist es nichts mehr zu tun. Außerdem danke an den guten Lord Ibern, der hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass die 7 Meilenstiefel plus der Ring der Handlungsfreiheit nicht ganz so sinnvoll ist, weil sich das ja wieder negiert. Das Problem hatten wir schon einmal. Ich bin gerade überlegen, wem ich das gebe. Handlungsfreiheit, das bedeutet sowas wie Stopp etc. wäre eventuell bei der Zauberin sehr negativ. Aber generell ist es ein unglaublich nerviges Dingens. Wird eigentlich jeder gebraucht. Wobei, ne, die Zauberin, wenn die auf Stopp ist. Nee, unsere Heilerin. Unsere Heilerin soll das bekommen. Wobei, im Kampf heile ich ja eigentlich auch nie. Das ist ja auch Quatsch. Egal, sie kriegt das trotzdem jetzt. Sie hat nämlich noch keine Ringe. Da hat sie sich mal einen verdient hier. So. Okay, dann haben wir das erledigt. Also danke nochmal für den Hinweis. Jetzt, wir haben das letzte Mal ja schon die Standardsachen verkauft, sage ich mal. Jetzt können wir unsere Kiste entrümpeln. So, denn das Zeug will ich, ja gut, zumindest das Zeug, was ich verkaufen kann. Den Helm werde ich ein bisschen verkaufen können. Das sind blöde Questgegenstände, die lasse ich einfach drin. Weinflaschen findet man jetzt anscheinend öfters. Pfeile kann ich nicht verkaufen, die normalen zumindest nicht. Seekarten, das Journal, das Logbuch, das Buttermesser lassen wir auch drin. Aber wir haben es ja schon. Das sind ja nur noch Questgegenstände drin. Den Rest haben wir ja schon hier weggehauen. Das ist auch ein Questgegenstand genau genommen. Okay, cool. Das bedeutet, ich verkaufe jetzt eben mal schnell noch den blöden... Nee, wartet mal. Yes. Wer hat das Zeug, was ich lagern möchte? Du, die zwei Sachen. Mehr war es nicht, ne? Der Rest hat die Stäbe. Ist eigentlich auch schon wieder fast zu viel, was ich hier in Stäben mit mir rum... Was war nochmal mit dem Quarterstaff? Strafstandkolben plus 1. Oh, plus 10 Friends... Was? Friends once per day? Aha. Soll ich ihn verkaufen oder lieber erstmal drin lassen? Aber das ist auch ein plus 2 Teil. Stabstreitkolben, der kann schön Schaden machen. Ich weiß nicht. Damage. Ah. 1W plus 1, Crushing. Ja gut, das ist aber nicht so dolle. Unser Dings hier hat 2W4 plus 2. Lässt sich streiten, was besser ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mal lagern. Das heißt, es kommt dahin. Schlagstecken. Eigentlich benutze ich das nie. Auch wenn es ziemlich wuchtig ist. Mit 1,6 plus 9. Deswegen, das will ich mal... Ja, ich denke, das will ich mal mitnehmen. Und ich nehme aber nicht so... Das ist sinnlos, dass ich so viele Stab der Blitze mitnehme. Das werden wir auch lagern. Das ist sonst nur Platzverschwendung. Magische Geschosse. Da können wir auch... Es reicht, wenn ich von so einer Sorte 1 mitnehme, finde ich. Je nachdem vorbereiten kann. So, da ist eh noch drin. Okay, das reicht komplett, finde ich. So, hier. Okay, die hat noch Pfeile drin. Hier ist Schriftrolle. Hier ist nichts. Gut, dann muss nur noch Minz das Zeug weglagern. Hier bitte. So. Da wird es ja wohl hoffentlich schön sicher sein. Also jetzt habe ich gar nicht das hier. Alles raus hier. Ja. Alles raus, was Minz hat. Okay, das war's. Okay, gut, dann fehlt ja nur noch eventuell was Neues kaufen. Schauen wir mal. Aber ich glaube, der hatte gar nichts Besonderes. Wollen wir mal gucken. Für Waffen schauen. Ich denke, der wird nur so den Standardkram und die plus 1 Waffen halt haben. Aber das ist für unser Eins ja relativ billig und doof. Dolch plus 1 Kurzschwert, Bastardschwert. Zweihänder, nee, der hat alle Standardwaffen mit plus 1 Versionen. Das ist langweilig. Pfeile haben wir auch genug. Bolt of Ice. Eiskugeln. Vielleicht kommt weiter unten ja noch was Spannendes. Nee, da kommt schon das Zeug, was ich verkauft habe. Okay. Das war leider nichts. So, dann, jetzt muss ich halt das jeden einzelnen Job noch durchgehen. Armor. Ich glaube aber auch nicht, dass wir da was finden werden.
Lederrüstung, Lederrüstung, Kettenhemd, Schienenpanzer, Plate Mail. Wie hat denn das eigentlich? Armor Klasse 2, gar nicht so toll. Das ist hübsch da. Buckel auf the Fist plus 2, brauche ich nicht. Glaub ich. Armor Klasse plus 3. Kein Schutz gegen, ja klar, und, Immunität to hold person. Members of Flamme Kommando, Server Sort. Heißt das, hold person, also heißt das, dass wir nicht mehr festgehalten werden können? Wahrscheinlich, ne? Das ist gut. Das ist eigentlich sehr nice. Vor allem ist es ein plus 2, kostet halt auch ordentlich. 3125, das könnte ich mir höchstens zweimal leisten und dann war es das schon wieder. Und ich muss erst mal gucken, wer überhaupt Schilde trägt. Aber okay, das ist das Einzige, was mich anlachen würde, eben wegen diesem Nebeneffekt. Ja, sonst reizt mich da jetzt aber auch nichts. Ach ja, ich wollte den Helm verkaufen. So, nochmal schauen, Schilde. Wer trägt Schilde? Ich selbst trage sogar ein Schild. Kiel's Tatsche. Geschicklichkeit plus 1, ja klar. Aber, ja gut, das ist, ich hab's ja schon. Ich hab's ja jetzt nicht mehr. Aber das würde, wenn ich das kombiniere mit dem Schild, würde sich das nicht negieren, weil da stand ja nur, dass es Festhalten negiert. Und nicht grundsätzlich die, das verbietet, so wie beim Ring. Also das könnte ich mir schon erlauben. Er hat einen Zweihänder, sie hat einen Zweihandstab, sie könnte eventuell ein Schild tragen. Ich glaube, dafür ist sie nie ausgestattet, oder? Ne, sie hat eigentlich den Einhänderkampfstil, also ohne Schild. Dann ist das doof. Dann würde ich das eventuell nur für mich kaufen. So, bei ihr. Wie sieht's bei dir aus? Nochmal. Einhänderkampfstil auch. Was hab ich da eigentlich? Hab ich das mit Schild gemacht? Oh, ich hab mich da anscheinend auf beides so ein bisschen spezialisieren wollen. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Gut, finde ich jetzt ein bisschen doof, aber ja, war ich halt doof. Aber so schlimm ist es auch nicht. Du trägst noch ein Schild, du trägst ja schon ein Schild. Du kannst ja mein altes haben, wie wär's? Ja, Geschicklichkeit bringt dir zwar nicht viel, aber ich will das eine Schild jetzt nicht zweimal kaufen. Das ist so teuer. Außerdem muss ich erstmal gucken, was sonst noch gibt. Scrolls und Potions, ich denke, da müssen wir nichts kaufen, aber ich gucke trotzdem nochmal durch. Stab der Himmel ist halt geil. Aber, ja, man sieht's. Alter, wieso kostet der Stab des Feuers so immens viel? Sind die des Wahnsinns? Vor allem ist es nur ein einziger. Ich meine, das ist jetzt nicht so krass. Unglaublich sind die Preise hier gesalzen. Konzentrierter Heiltrank hat er auch nur einmal. Ist also langweilig. Hier auch der Stab der Monster herbeirufen. Ihr wisst, wie billig das eigentlich ist mit den Monstern, die dann kommen. Für den Preis voll übertrieben, ey. Als ob sie spekuliert hätten, dass man sein Geld noch hätte. Naja. Die Tränke an sich sind auch teuer, ganz ehrlich. Das summiert sich so abartig. Wow. Naja, vielleicht kriegen wir ja noch Geld. Sind schöne Tränke dabei, aber gut, wir haben die meisten davon schon. Ach ja, okay. Der Andomir hat noch was geschrieben, von wegen blaue Schriftrollen ausrüsten. Stimmt, das, ich weiß, dass das geht. Ich habe jetzt aber schon alles verbunkert und so. Ich lasse das jetzt erstmal, aber ich werde es im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. Und vielleicht auch mal nutzen demnächst. Also ich habe da jetzt auch kein Interesse an die Zauber, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben genug Zauber. Noch etwas? Ach ja, spezielle magische Items. Da werden wir wahrscheinlich kein Geld für haben, aber egal, wir gucken trotzdem mal rein. So, ja, das ist gut. Das ist natürlich langweilig. Schutzumhang, Abwehr, 7, 6, Amulett Protection. So krass ist das gar nicht. Hier könnten wir nochmal das Zeug kaufen, Tränketasche, Schrift, das ist gut, wenn halt wieder irgendwas voll wird. Ach ja, der nimmervolle Beutel. Ach, das wäre auch so, so ein Schmaus. Den hätte ich so gern. Öffnet sich in einem außerdimensionalen Raum, wesentlich größer als draußen, unabhängig davon, was man wiegt, der Beutel immer das gleiche. Das ist so geil. Ich will das haben.
Ich brauch Geld, verdammt nochmal. Oh. Naja, egal. Noch haben wir keine Platzschwierigkeiten. Das war's, ne? So, jetzt also... Ich werde mir jetzt echt dieses Schild noch kaufen. Weil ich es absolut hasse, dass man, wenn man festgehalten wird. Und ich hoffe, ich habe das auch richtig übersetzt. Nicht, dass es ein Fehlkauf jetzt ist, aber egal. Wir haben's. So, außerdem ist ein Plus 2, also da macht man nichts verkehrt mit. Auch wenn es nicht vor kritischen Angriffen bei Geschossen und so schützt. So, wir können es auch ausrüsten. Wunderbar. Wer will mein altes? Was ist mein altes? Hast du Bock auf mein altes Schild? Zeichen meiner Anerkennung, dass du als böser Charakter in meiner Gruppe bist. Hab ich dir gleich mal was Gutes getan. So. Ja, Kleiderschild plus 1 kannst du mit weg, ne? Verkaufen wir das noch schnell. Wieso habe ich das jetzt ihm gegeben? Egal. So. Weg damit. Haben wir noch 3,7. Ja, ist halt nicht viel. Aber, na gut. Was habt ihr dieses Freunde, ich glaube, ich glaub's ja nicht. Ich glaube, wir haben es hier. Das müssen wir auch gleich mal quicken. Und ja, was soll ich sagen? Wir könnten ins Abenteuer aufbrechen. Irgendwie kann ich das noch nicht so ganz realisieren, aber ich glaube, wir tun das jetzt wirklich, ja. Wir haben eine Map vor uns und wir sollten es sehr gut. Los geht's. So, ich klicke vielleicht ein bisschen erkältet. Das liegt daran, dass ich erkältet bin. Wow, das ist, war sehr klug, aber... egal. Ach ja, die mit dem Steinchen, genau. Und egal, wir gehen jetzt erstmal unseres Weges. Du warst der Letzte, mit dem wir gesprochen haben. Ab jetzt kommt nur noch was Neues, zum Beispiel dieses wunderschöne Maulwürfchen. I want to talk about that little speech you made before we left the gate. Du willst mit mir über... okay, ja, wir können natürlich reden. Was kann ich für dich tun? Was los? Some of the things people are saying about you concern me. Was? What am I... people? Most hear your name, it's true, but some, very few so far, but some say you have committed crimes against Baldur's Gate. Some accused you of worse that you were in league with Zelrock, for instance. Some on the French claim you are even related. Ach so, die Geschichte wieder. Ja, was soll ich denn da nehmen? Das who you can choose the prince. Ja, das ist wohl gesprochen. Kannst du deine Freunde aussuchen, aber nicht deine Familie. Many who would see if you swim, creed and follow do not swear. Nee, das klingt ein bisschen zickig. Nee, ich finde das zweite gut. My father has a saying, words can come from, but blood will tell. Okay, ich will jetzt nicht auf den Schlips drin. Ich muss mir das erstmal durchlesen und im Geiste übersetzen, damit ich keinen Fehler mache. Aber das finde ich ganz gut. Okay. Finde ich eigentlich ganz gut, weil er das so ausführlich dann nochmal sagt, von wegen, ja, ich glaube, mir gefällt das, dass man halt in der Rolle das Kind eines Lord of the Murder ist, so wie es da steht. Und alles, was ich versuchen kann, ist ja, dagegen anzukämpfen oder zu demonstrieren. Und naja, Clickview, the father is a fool. Nee. My action will tell you. Ist eigentlich auch ganz gut, die erste Antwort. Meine Aktionen erzählen die Geschichte und das ist, das ist das Einzige, was du wissen, aber das klingt jetzt auch wieder, ich weiß nicht. Ich nehme das zweite Mal. Ich hoffe, sie fühlt sich deswegen jetzt nicht gleich angepisst, aber sie hat ja, sie wollte das Gespräch hier haben und ich muss mich auch ein bisschen wehren dagegen. Sie möchte mir glauben, okay, das ist schön. Ja, das solltest du, ich sag nichts außer die Wahrheit. If you would see the shining lady fall, then
Ja, das erste klingt jetzt ein bisschen übertrieben, nett. Außerdem kann ich das nicht versprechen. Vielleicht sage ich manchmal auch nicht die Wahrheit. Nö, ich nehme das hier noch. Genau, sie hat versucht, mich zu töten und wir werden versuchen, sie zu Fall kriegen. Und, ja. Das ist doch alles, was zählt im Grunde. Well, well, I'm not any one of your connection to Zavrock, even so take care of how you seem to produce around you. Also, to this period may be all that stands between you and the sword someday. And if the rumors are true, Stella's child of Baal, that could complicate matters. Ja, gut, also, wenn ich jetzt halt ein Kind des Baals bin, dann ist, dann habe ich anscheinend eine Schwester, aber mein Gott, ich habe meinen Bruder schon gekillt, dann kann ich auch die Schwester töten. Und was weiß ich, was noch alles kommt, also. Ich glaube, da werde ich keine Gewissensbisse bekommen. Dafür fehlt mir eine emotionale Bindung. So, okay. Also ich denke, Corwin ist jetzt zufrieden mit dem Gespräch. Hä? Können wir dann endlich anfangen? Können wir dann endlich loslegen? Aber wobei, ich finde es ja schön, dass er auf einmal anfangen zu sprechen und so. Das ja, ist, ich kümmere mich gleich drum. Richtig schön. Und das ist auch realistisch. So. Oh, jetzt wird's aber dunkel. Wie passend. Kaum gehe ich hier ins Abenteuer. Mehr oder weniger fängt es an, dunkel zu werden. Kleiner Nachtspaziergang gefällig. Da ist wieder so ein Stein, die wir ja wahrscheinlich in einer richtigen Reihenfolge drücken müssen. Das bringt jetzt allerdings noch nichts, da wild drauf zu drücken, solange ich nicht alle habe. Beziehungsweise noch nicht die Karte aufgedeckt habe. Deswegen mache ich einfach mal weiter. Da kommt unser erster Gegner. Yay! Ich muss kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. So kleine Sekundenpausen können jetzt ein bisschen öfters aufkommen. Erstmal, weil ich habe so so ein ekliger Reizhusten. Dann, ja, das will ich euch nicht antun. deswegen versuche ich das immer noch schnell rauszukatten. Aber, ja, die Katzen sind sehr abrupt, wie ihr gerade gemerkt habt. Aber egal, das ist ja nur ein Sekündchen für euch. So, jetzt aber weiter hier mit der Gargantuan-Spinne. Klingt nach einem ganz schlimmen Exemplar seinesgleichen, vor allem wenn da noch zwei Phasenspinnen dazukommen, die ja... Was habt ihr dieses Mal zaubern? Was ist denn mit denen hier los? Wie sieht die gerade aus? Wie dem auch sei, ich will jetzt nicht von den Zaubern erwischt werden. Das Zurücklaufen wird mir wahrscheinlich nichts bringen, obwohl... Aber noch ein bisschen zurück, dann werden wir vielleicht nicht erwischt. Übrigens, das mit dem Schild war doch eine dumme Idee. Ich merke gerade, dass er doch auch wieder mein Speed anscheinend negiert. Oh, shit. Da wurde... Obwohl, da muss ich nochmal drauf achten, wenn ich nicht gerade gespinnt wurde. Ah, komm schon, ich bin vergiftet. Hab ich, ich sehe gerade, was ich brauche. Moment. Sparen wir uns die Zauber. Obwohl, gib mir gleich das hier. Toll. Dann, mal gucken. Geht ja gut los. Ach, ist das eine miese Taktik. So, warte mal, ich muss das Gift auf jeden Fall entfernen. Das hat sie doch bestimmt. Gift verlangsamt auf John. Und dann guckt mal der Rest bitte, dass ihr mich da beschützt. Oh Gott, das wird nix. Die schlagen alle auf mich ein, wie blöd. Geil, kann ich gleich wieder laden hier. Ach Gott, es gibt Dinge, die ändern sich nie, hä? Und ausgerechnet John ist dann wieder hier der... Gelackmeier, das soll jetzt, muss ich mal gucken, ob er ja, rennt. Bin euch weit voraus, ja, doch, doch, die 7-Meilen-Stiefel gehen. Und trotzdem hat's ihn... Ach, ich sag nichts dazu. Ja, weil er halt vorgerannt ist und dann nicht mehr nachkam. Die 7-Meilen-Stiefel haben halt auch ihre Nachteile, zweifellos. So, egal, wir machen das einfach noch einmal. Diesmal mit ein bisschen mehr Vorsicht. Ich weiß schon, wie wir es machen. Hast yes, du... Nee, du nicht. Hast du Feuerbälle? Cold. Ach Mist, habe ich schon geschlafen? Ja, ich habe schon geschlafen. Gut. Ihr könnt euch denken, was ich vorhab. Aber ich muss nochmal genau gucken. Ah, nee, das macht John schon schneller. Ja, ich kümmere mich gleich. Wo ist die Spinne? Stopp. Stopp, stopp, stopp. Okay, also im oberen Eckchen sitzt sie. Jetzt gehen wir schnell zurück. Das dürfte sie ja noch nicht aufgeschreckt haben. Oder kommt sie jetzt? Wenn sie kommt, ist auch nicht schlimm, dann ist es nämlich nur eine Spinne. Ne, sie kommt nicht. Gut. So, ach, endlich mal wieder ein Feuerbällchen hier. Ich hab's ja schon fast vermisst. Ich hoffe, das passt, ohne dass wir die Spinne... Ah, perfekt. Huch. Wer brennt denn da?
Oh, geiler Schaden. Geiler Schaden. So. Ihr könnt jetzt gern kommen, ist mir egal. ja. Aber wir gehen einfach hin und batschen die tot. So, bevor die da groß anfangen. Was sind anderen? Ach, jetzt ist schon wieder. Nee, ist ja nicht gut. Sehr gut. Jetzt du. Oh yeah! Aber nicht ohne die Spinnen. Also, die hat jetzt auch 3000 Erfahrungspunkte gegeben. Und John ist in so einem bedapperten Zustand. Ich glaube, was ist das? Eine Betäubung? Schlaf oder sowas? Ja, John liegt erstmal. Ach, John. Also irgendwie hat das mit dieser geilen Rüstung... Nee, Quatsch, wo bin ich denn? Ja, ich darf ja gar nicht rein. Karajas Leben und Tod. Mit diesem Verzerrungsding hat das hat bei Chahera irgendwie besser funktioniert, finde ich. Weiß nicht. Naja, ist super. Jetzt können wir warten, bis John aufsteht. ja. Toll. Okay, hat ja nicht lang gedauert. Ja, was wollt ihr? Bin euch weiter. So, formiert euch. Wir haben uns jetzt ein bisschen links hier reingeschlagen. Die Map ist doch nicht so arg groß. Finde ich. Ach Gott, das geht auch so lange. Ich will jetzt natürlich wieder versuchen, hier das Schwarze wegzumachen. Ihr kennt mich. Und das scheint mir auch größtenteils zu gelingen. Ja, komm. Wenn noch ein bisschen reingeht. Na gut, das eine muss ich akzeptieren. Es sei denn, ich kann da irgendwie noch reinwurschteln. Ja, sorry, ich weiß, es ist nicht notwendig, aber... Ach, guck mal. Wie schön ich das hier wegkriege. So. Wunderbar, so will ich das. Scrollt ein bisschen langsam, oder? War das schon immer so? Kann ich bestimmt auch einstellen, die Scrollgeschwindigkeit. Also meckere ich mal nicht. So, wenn ihr euch formiert habt, dann geht's weiter in den Nebel des Krieges, wie man früher so schön dazu gesagt hat. Seltsame Bezeichnung, ist aber so. Na toll. Ja, wenn die Spinnen jetzt noch hier oben wären und leben würden, dann wären wir jetzt sowas von gelackmeiert. Was tust du da, Vikonia? Was haben die gerade gemacht? Fair enough. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ich weiß, ich bin noch nicht sicher, ob ich das will, wenn die eigenständig sind. Wartet mal, ich will aber wissen, was sie getan hat. War das nach Heilungszauber oder was? Oder wie? Festgehalten, Corvin, Vikonia, Magiewiderstand, Rettungswurf gegen Zauber, sprich den Zauber Lähmung, ach, Lähmung aufheben. You want me? Ja gut, zugegeben, das war clever, ist aber unnötig, weil ich warte lieber in solchen Fällen, vor allem wenn das Ding noch da ist, dann sind wir gleich wieder gelähmt, macht also so nicht viel Sinn. Klar, ich kann die anderen rausschicken, aber ja, es hat's jetzt gebracht, einer, ja, Vikonia. Ne? It would be a beautiful night, but for that wretched moonlight. Ja, okay. Kommt, Leute, also... Ach, das dauert immer so lang mit diesen blöden Festhaltefallen. Und das ist so sinnlos einfach. Aber gut, da müssen wir jetzt einfach warten. Das dauert echt ultra lang. So, jetzt ist weg. Was habt ihr dieses Mal? Ja, ja, ich hoffe, davon gibt es jetzt nicht noch so viel mehr. Steht ganz oben auf meiner Liste. Keinen guten Skill, was Fallen erkennen angeht. So, lass das doch. Lieber noch ein bisschen kämpfen. So, oh, da haben wir einen Hirsch. Ein Hirsch. Lust auf Hirschgulasch, irgendjemand? Ich gönne mir heute Schnitzel mit Pommes. Irgendwie so ein klassisches Sonntagsessen bei mir. Selbst paniert. Aber ich bin gar nicht so der Hirsch. Also, soll ich sagen, dass ich bin nicht so der Fan von Wild. Ja, von Wild. Kann man ja abkürzen. Mit Ausnahmen natürlich. Aber gut, da steht jemand. Wir sollten mit diesen Typen mal reden. Hallo. Step right up, young folks. Would you like to witness the most fearsome battles of our time? Here, have a flyer. Was would you like to witness the most? Irgendwelche gefürchteten Kämpfe? Was? Klingt wie eine Arena. Ein Flyer, ja, warum nicht?
Ja, ich habe schon genug solche Kämpfe in meinem Leben gehabt. Das passt eigentlich ganz gut. Aber nein, das ist, ja, also, worum geht's denn da? Right up the path. A new bout should be beginning soon. Aha. Okay. Das kommt jetzt unerwartet, dass hier sowas stattfindet. Black Pits Flyer. Someone has written bet on the squeal always wins. Okay, close for a time, but now returned. Klingt irgendwie nicht so ganz legal oder so, ich weiß nicht. Win is a real the power in the country of the Black Pits. Here some wild animals, battle of the Brenzy. What will emerge victor? Wolverine, the Braveling Blackbeard. Oh Gott, the Slithering Basilisk, or perhaps the Ankeg. Oh Gott, ich werde gegen die Viecher kämpfen müssen und krieg dafür vielleicht was. Aber Basilisk. Ja gut, da müssen wir uns ja nur vorbereiten. Das sollte jetzt nicht mehr so das Problem sein. Come see the greatest battle of all and the witch alive. Okay. Ja, okay, klar, geht klar. Jetzt hab ich natürlich wieder vergessen, wer hier was trägt. Safana. Nee, du hast, okay, du hast die Schriftrollen. Die Zauberin hat die Schriftrollen. Das macht, also die Priesterin. Das macht eigentlich nur Sinn. So. Gleich wieder weggesteckt, den Krams. Zumindest am Anfang der Versuch, Ordnung zu halten. Okay. Wir schlendern jetzt gerade in die Mitte. Da oben ging's nicht. Warte mal, doch, dann gehe ich erstmal hier weiter. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so eigentlich das große Bedürfnis für so einen Tierkampf, aber... Ah, das ist das nächste Steinchen. Und da ist einer... das sind Statuen. Oh Gott, dann, das heißt, hier kommt ein Basilisk. Jetzt schon. Oh oh, Leute. Ja, noch bin ich mir nicht... Warte mal, schon, geh mal jetzt ja, alleine vor. Was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. So kommt hier ein Basilisk jetzt. Statuen bedeuten nie was Gutes. Sie sehen auch leider... Oh oh. Zu unwichtig aus, als dass man... sie jetzt wieder zu Leben erweckt. Und das... Ah! Das ist jetzt wieder so ein Ding. To the spectacle, the way you catch... Ah, cool. The Otherworldly Creature. Das ist wieder so ein Teil, das ich durch meine coole Brille sehe. Oh, geil, ich glaube, ich weiß, was das für ein Gegner ist. Das ist so ein ganz... Ich glaube, das ist so ein ganz klassischer AD&D, Gegnertyp, wenn ich ihn richtig erkenne. Ich weiß nicht, ob es den in Baldur's Gate 2 gibt. Ich weiß gar nicht, woher ich den überhaupt kenne. Aber er ist so super klassisch einfach. Das ist so ein Vieh, garantiert. Ah, das ist, glaube ich... Der hat so ein Riese-Auge und ich glaube, er kann versteinern. Befürchte ich. Ja, cool, Mensch. Hä? Da müssen wir uns aber vorbereiten. Und ich habe auch keine Ahnung, wie stark die Dinger sind. So. Okay, also zuerst. Warte mal, dann machen wir einen Quick-Save. So, wie war das jetzt? Habe ich dagegen jetzt Tränke oder habe ich dagegen... Ich glaube, ich habe dagegen auch Zauber. I am yours to command. So, Heiligtum. Warte mal. Ah ja, es ist gerade Pause. Gut. Befehl. Was für ein Befehl ist das eigentlich? Müssen wir mal gucken dann. Person festhalten. Geistige Beherrschung, koordinierte Verteidigung. Krankheiten. Ach, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe sie noch gar nicht umgemodelt. Das ist so Gedöns, was ich noch gar nicht... Ach shit, ja, ich habe ja auch noch nicht geschlafen. Macht Sinn. Das ist natürlich jetzt sehr clever von mir, dass ich die noch nicht umgebaut habe. Ich weiß, das klingt blöd, aber... Ah! Aber hier, Schutz vor Versteinerung. Ich kann es aber halt nur einem geben. Und dann will ich das halt mal John geben, damit John nicht... damit es nicht zu Ende ist, wenn es passiert. Ich probiere es einfach mal. Und ansonsten haben wir ja noch Tränke, die danach... das wieder gut machen. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ich meine, vielleicht verirre ich mich auch und er versteinert gar nicht, aber ne, die Umgebung spricht für sich. Ja, so, jetzt muss ich wieder meine Dings benutzen. Ich habe aber nur noch 2 Ladungen drauf. Ich hoffe echt, dass wir davon noch mehr finden. Wo waren das jetzt wieder? Immer suche ich mich da dumm und dämlich. Hier. Eine Kreatur. Diese hier, bitte. Komm in unsere Dimension.
Der wird deswegen bestimmt nicht erfreut sein. Wobei, noch ist er gelb. Komm mal her, ich will dich sehen. Ach Mensch, jetzt steht's ausgerechnet da, aber das ist das Vieh. Das hat... Ach nee, das hat nicht ein großes Auge, das hat viele kleine auf seinen Tentakeln. What is this? It is an adventure with pills of treasure. Peace, creature, I only want to talk. Trample before me, foolish Mensch. I'll tear you apart and train your delicious magic stride. Ja, das wird zum Kampf führen, das, ja, wenn du musst, dann kannst du es gern versuchen. Warte, ich kann mich ganz gut selbst verteidigen oder so ähnlich. Okay. Das hat's ja gebracht. So, Gout. Au, tschüss. Oh Gott, macht er das ständig? Autsch! Shit, der versteinert gar nicht. Naja, habe ich mich halt geirrt. Aber egal. Ach Mensch, jetzt sieht man das Vieh nicht, weil es hinter diesem blöden Felsen steht und nur zaubert. Das ist natürlich ärgerlich. Warte mal, was mir aufgefallen ist. Bitte kämpf mal im Nahkampf. Du im Nahkampf. Oder dass hier nichts läuft. So. Im Übrigen, also, was ich bei Corvin ja nochmal anmerken muss, weil ich ja gesagt habe, ich will sie auf Nahkampf trimmen. Weil ich es einfach brauche. Ich brauche noch einen Tank. Aber man muss wirklich auch vorhalten, dass sie eine unglaubliche Bogenschützin ist. Also mit 4 plus sieht man selten sowas. Wollte ich nur nochmal anmerken. Also ich werde sie je nach Situation auch bestimmt mal mit einem Bogen ausrüsten. So, aber jetzt, oh Gott. Ich glaube, von mir hat er jetzt abgelassen. Deswegen werden wir mal gucken, was wir jetzt machen. Komm schon, haut's kaputt. Shit, der kriegt kaum Schaden, ne? Da ist es. Ach Mensch. Das sieht so cool aus. Ich mag das Gegnerdesign von dem Vieh. Das ist so sehr stylisch auf jeden Fall. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst hier das da machen? Mädchen, kannst du mal hören? Shit, wir haben. Oh Gott, wir haben. Ja, wieso festhalten? Ich dachte, da schützt mich mein Schild. Ja, anscheinend nicht. Toll. Habe ich das falsch übersetzt? Ach, meine. Oh shit, ey, das Vieh ist stark. Könnte der das mal so richtig... Oh, was war das für ein geiler Treffer von... Corvin. Alter, Achtung hier. 28. Man muss es... Anscheinend ist es nur schwer zu treffen. Das ist schon alles. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann eh nicht weglaufen. Ich muss jetzt hoffen, dass er mich nicht trifft. Komm schon. Ein Treffer. Yes. Geil. Oh. Und das war auch ein Quest... Zaviaks Visionsquest, I call. Achso, weil wir wieder die Brille benutzt haben, ja. Near Crossing. 6000 Erfahrungspunkte. Und jetzt beruhigen wir uns erstmal alle. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt geil, dass automatisch die Heilung benutzt wird. Solange das nicht im Kampf gemacht wird, finde ich es cool. Und anscheinend wird es ja nicht im Kampf gemacht. Das ist aber jetzt halt richtig wirkungsvoll, wenn ich die umgemodelt habe, sobald wir schlafen werden. So, was haben wir denn da jetzt Feines bekommen? Ein Ring. Den möchte ich mir doch mal genauer anschauen. Och, schade, nur Feuerresistenzring. Naja, besser als kein. Bitteschön. Ja, schön. Schöner Kampf auf jeden Fall. Das, war's hier auch in der hintersten Ecke bei den Steinstatuen, die jetzt hier auch nochmal vermerkt wurden. Vielleicht sollte ich doch eine auftauen. Was meint ihr? Aber ich habe nicht viel von diesen Schriftformeln. Stein zu Fleisch. Wer weiß, wann ich sie brauche. Naja, das können wir uns ja noch überlegen. Das nächste Mal geht es dann hier mit der Welterkundung natürlich weiter, wenn es hier wieder heißt Let's Play Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Bis dann!